Hallo, heute sind wir im Aqua zur Lübbecke Museum. Ja, das ist Heterotrix dilatata. Das ist sicherlich eine der ältesten Arten, die wir im Aquazoo haben. Das hier sind die Weibchen, die grünen Tiere, die braunen sind die Männchen. Die Männchen sind beflügelt und voll flugfähig. Die Weibchen besitzen nur noch Flügelrudimente und sind auch nicht mehr flugfähig. Alle unsere Tiere gehen auf 5 Exemplare zurück, die der Aquazoo 1973 aus Malaysia importiert hat, für damals 250 D-Mark. Das waren 3 Männchen und 2 Weibchen. Und seitdem halten wir die und vermehren die inzüchtig. Also seit mittlerweile fast einem halben Jahrhundert. Und bei uns sind keinerlei negative Auswirkungen dieser Inzucht festzustellen. Also wie man sieht, die Tiere sind schön groß und gesund und es funktioniert ganz hervorragend. Was wir beobachten können, das weiß ich aber nicht, ob das an der Inzucht liegt oder einfach an der schieren Masse der Tiere, die wir permanent nachziehen. Wir beobachten regelmäßig, dass es zu sogenannten Halbseitengynandern kommt. Ein Halbseitengynander ist ein Zwitter, der auf der einen Körperhälfte männlich und auf der anderen Körperhälfte weiblich ist. Was gerade bei Tieren, die einen derartigen Geschlechtsdimorphismus aufweisen, echt skurril aussieht. Also man muss sich dann vorstellen, die eine Seite des Tieres ist grün und hat nur noch ein Flügelrudiment. Die andere Seite des Tieres ist braun und hat einen kompletten Flügel. Wir haben leider aktuell keine lebendigen Exemplare da, aber wir haben eine Ausstellung Sex and Gender. Da wird ein Präparat von so einem Halbseitengynander auch zu sehen sein. Es ist ein Phänomen, das auch bei anderen Tieren auftritt, aber das ist so ziemlich die einzige Art hier im Aquazoo, bei der wir das regelmäßig beobachten können. Alle Arthropoden, alle Gliederfüßer müssen sich häuten, um zu wachsen. Also das neue Außenskelett wächst unter dem alten und ab einem bestimmten Punkt reißt das alte Außenskelett im Bereich des Oberkörpers auf und das Tier drückt sich daraus. Das neue Außenskelett ist dann halt ganz weich, meistens auch noch so ein bisschen durchsichtig. Wenn die sich erfolgreich daraus gequetscht haben, hängen die sich irgendwo zum Trocknen auf. Und je nach Größe des Tieres kann das auch Stunden oder Tage dauern, bis das frisch gehäutete Exemplar ausgehäutet ist. Also so eine große Vogelspinne braucht nach einer Häutung Tage, bis sie wirklich ausgehärtet ist und Wochen, bis sie wieder frisst nach der Häutung. Je kleiner das Tier, desto problemloser ist die Häutung. Bei Insekten ist es so, Insekten haben immer eine sogenannte Imaginalhäutung. Das heißt, es gibt eine bestimmte Anzahl von Häutungen, die das Insekt vollzieht. Und mit der letzten Häutung kommen dann auch erst die Flügel und die Geschlechtsmerkmale in der Regel. Die große Gruppe der Phasmiden umfasst auch neben diesen Gespenstschrecken wie die Heteropteryx, die wir gerade gesehen haben, diese klassischen wandelnden Blätter, die man so kennt. Hier sieht man ein Pärchen. Das kleine Tier ist das Männchen. Auch in dem Fall sind die Männchen flugfähig, die Weibchen nicht mehr. Die imitieren halt Blätter. Verhältnismäßig überzeugend. Und dann gibt es noch eine riesige Gruppe an sogenannten Stabschrecken, die nicht so tun, als wären sie Blätter, sondern so tun, als wären sie Ästchen. Hier haben wir die sogenannte Knickstabschrecke. Moment, ich muss mal gerade ein Weibchen finden. Da kann man den Knickeffekt schön beobachten. Bei Störung tun die halt so, als wären sie ein steifes Ästchen. Normalerweise ziehen sie die Beine noch an den Körper an und hier ist der
Knick, jetzt will sie nicht. Ja, schade. Das ist der Vorführeffekt. Ja, tatsächlich klappt es eigentlich fast jedes Mal, nur heute nicht. Naja, auf jeden Fall, die machen sich halt steif und legen die Beine an den Körper und verharren dann in dieser Stockpose. Und das ist auch relativ überzeugend. Man kann die dann auch hochschmeißen und die bleiben in der Körperspannung halt in diesem Stöckchenmodus. Was bei den Phasmiden noch relativ ausgeprägt ist, ist die Fähigkeit zur Parthenogenese, also zur Jungfernzeugung. Die Männchen sind halt flugfähig und wenn die Geschwistertiere, die ja an einem Baum geschlüpft sind, irgendwann die Imaginalhäutung vollzogen haben, können die Männchen fliegen und fliegen oft auch weg. Und die Zeit, in der sich keine Männchen auf der Futterpflanze befinden, überbrücken die Weibchen dann meist durch Parthenogenese. Das heißt, die klonen sich selber, die legen Eier und aus diesen Eiern schlüpfen dann ausschließlich Weibchen, die auch alle die Fähigkeit zur Parthenogenese haben, aber oft ist das dauerhaft eine Sackgasse. Also für den erfolgreichen Erhalt einer Art bedarf es eigentlich der zweigeschlechtlichen Fortpflanzung, weil es immer wieder zu einer Durchmischung der Gene kommt. Fortpflanzung durch Parthenogenese bedeutet, man ist in seinem genetischen Code eingefroren und kann halt nicht auf irgendwelche Veränderungen reagieren. Das heißt, es gibt mittlerweile auch viele Populationen, die rein parthenogenetisch sind, sogar unter Wirbeltieren. Der Jungferngecko wäre ein Beispiel. Aber dauerhaft setzt sich Parthenogenese nicht durch. Sobald es irgendwie zu eklatanten klimatischen Veränderungen kommt, kann das parthenogenetische Tier halt nicht mit Anpassung darauf reagieren. Und das ist der Grund, weswegen zweigeschlechtliche Fortpflanzung die häufigste Form der Fortpflanzung ist im Tierreich. Das hier ist eine Phasmidenart, Megacrania phyllaus, die man eher nicht in der Privathaltung findet, weil die mit dieser Schraubenpalmenart ernährt werden müssen. Die fressen also nur Blätter der Schraubenpalme der Gattung Pandanus und um diese dauerhaft zu Hause halten zu können, muss man sich halt die halbe Bude voller Pandanuspflanzen knallen. Und das macht kaum jemand. Also man braucht da irgendwie mehrere Pflanzen, die fressen auch relativ ineffektiv, die knabbern dann irgendwie auf der Mitte so ein Blatt an. Der Rest fällt runter und für die dauerhafte Zucht, auch nur von einer Handvoll Tieren, braucht man eine unglaubliche Menge an Schraubenpalmen, weswegen es kaum Privathalter gibt davon. Wenn es Privathalter gibt, dann haben die in der Regel einen guten Draht zu irgendeinem botanischen Garten. Die Männchen sind tatsächlich auch relativ bunt mit blauen Beinen. Hier kann man gerade sehr schön ein Exemplar erkennen, was ausnahmsweise sich mal präsentiert. Das ist halt das Schöne, wenn man im Insektarium eines Zoos arbeitet. Man hat die Möglichkeit, auch irgendwelche Tiere zu halten auf der Arbeit, die sehr aufwendig sind. Also privat würde ich mir halt keine 10 Schraubenpalmen in die Bude stellen, nur um so eine Phasmide zu halten. Auf der Arbeit geht das durchaus. Jetzt das Abonnieren nicht vergessen und schaut doch mal in unsere Playlist vom Aqua zur Lübbecke Museum.